Hallihallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge Disney Dreamlight Valley. Heute schauen wir uns die Mirabelle Questline an. Ich hoffe, es geht so aus in einem Video, dass wir das wieder alles durchschaffen. Die Olaf-Quest habe ich hier dann sehr viel rausgecuttet, dass sich das binnen einer Stunde ausgeht für euch auf YouTube zum Anschauen. Und ja, wir sind auch gerade wieder live auf Twitch. Da sind ganz viele süße Leute mit dabei. Den Link zu meinem Twitch-Account findet ihr immer unten in der Videobeschreibung. Und habe jetzt was vergessen zum Sorgen? Über ein Abo und ein Däumchen nach oben würde ich mich auch sehr freuen. Alle würden dich lieben. Und let's go. Schauen wir es uns an, was uns erwartet. Wir reden mal mit dem lieben Merlin hier. Einen Moment, bitte. Einen Moment, bitte. Möchtest du dies weitergeben? Geben. Jetzt komm schon, uns erwartet viel Arbeit. Wie wundervoll. Ein goldener Türknauf mit einem eingravierten M. Es sieht zwar nicht nach viel aus, Alyssa, aber es beweist, dass deine Bemühungen gegen das Vergessen nicht umsonst waren. Ich habe das hier im Dorf gefunden. Jemand muss das seinem Haus ausgesperrt sein. Oh, nein, nein, keine Sorge, Alyssa. Dieser goldene Türknauf gehört einem bezaubernden Mädchen namens Mirabelle Madrigal. Du wolltest, dass sie sich wie zu Hause fühlt, also hast du mit meiner Hilfe ihr Haus verzaubert, um sie an ihr Zuhause zu erinnern. Der Zauber gab dem Gebäude die Kraft, Mirabelles Freundlichkeit und Energie wiederzuspiegeln. Aber trotzdem, wir hatten nicht erwartet, dass Mini Casita so magisch sein und ihre Bewohner so sehr beschützen würde. Was meinst du? Als das Vergessen stattfand, begann Mirabelle, wie viele von uns, ihre Erinnerungen zu verlieren. Eines Morgens war ihr Haus dann nicht mehr da. Ich begann schnell nachzuforschen und entdeckte etwas Erstaunliches. Um Mirabelle zu beschützen, verschwand ihr Zuhause in einem eigenen kleinen Universum. Dass wir diesen goldenen Türknauf finden, kann nur eines bedeuten. Mini Casita überlegt sich zurückzukommen. Aber zuerst musst du ihm beweisen, dass das Tal wieder sicher ist. Ich bin bereit, alles zu tun, was nötig ist. Wunderbar. Nun, Häuser glauben an Taten, nicht an Worte. Außerdem ähneln Häuser oft ihren Bewohnern. Um zu beweisen, dass das Tal für Mirabelle sicher ist, musst du die Werte der Madrigals verkörpern. Was sind die Werte der Madrigals? Nun, ich hörte, dass sie immer daran glauben, ihr Dorf zu vereinen, um der Gemeinschaft zu helfen. Und ich erinnere mich daran, dass Mirabelle sich bei allen hier versicherte, dass ihre Bedürfnisse erfüllt wurden. Oh, und sie liebte Fotos, falls das hilft. Ich könnte ein paar Fotos von Dorfbewohnern machen. Was die Bedürfnisse aller betrifft, ich könnte fragen, was die Dorfbewohner brauchen und ihnen ein paar Geschenke machen. Das sind wirklich gute Ideen, Alyssa. Es könnte ausreichen, sich mit einigen der Dorfbewohnern zu unterhalten. Schließlich freut sich jeder, wenn man an ihn denkt. Nimm diesen goldenen Türknauf. Er ist mit Dreamlight angereichert. Je mehr gute Taten du vollbringst, desto mehr Magie wird er erhalten. Sobald er genug hat, kehrt Mini Casita zurück. Ich werde das mal ausprobieren und mit dir reden, sobald ich fertig bin. Und jetzt hinfort mit dir. Alrighty. Es gibt viel zu tun, viel zu tun. Es gibt viel zu tun, viel zu tun. So, ich muss mich ganz kurz einlesen, was ich verpasst habe. Sonnige Ebene, das hat man schon. Man hätte auch. Okay, passt. Ich habe eh nichts verpasst. Alrighty, gut. So, Aufgaben. Aktive Aufgabe. Mache Fotos mit verschiedenen Dorfbewohnern. Gib verschiedenen Dorfbewohnern ihr Lieblingsgeschenk. Führe tägliche Gespräche mit verschiedenen Dorfbewohnern. Hallo, du Dorfbewohner. Ich muss ein Foto machen mit dir. Passt. Das zählt. Hallo. Das zählt auch. Oh,
Hallo. Oh, hallo. Ich habe etwas für dich. Okay, ich habe doch nichts für dich. Kusch, kusch. Hey. Hallo. Goldklumpen, Gurke, okay. Ich weiß das sehr zu schätzen. Ich weiß das auch sehr zu schätzen, Christoph. Da mit dem Merlin machen wir da noch gleich ein Foto. Super. Jawohl. Ja, gerne. Ich habe etwas für dich. Eine weiße Passionslilie. Bitteschön. Bitte gerne. So. Großartig. Christoph ist da. Christoph, oh, das sind ja meine Nachtdornen. Warte kurz, Christoph. Hoppala. Ah, Ursula. Christoph. Ja, das ist mein neues Schloss. Wie gefällt es dir? Toll, wie nett du zu jedem bist. Schon, gell? Und weil du jetzt sowas Nettes zu mir gesagt hast, kriegst du einen Goldklumpen. Bitteschön. Wow, danke, das ist großartig. Hey, danke. Gut, führe zwei tägliche Gespräche, passt. Quatsch mal kurz mit ihm. Passt. Das geht ja flott. So, das nehmen wir gleich alles mit. Das hin. Hallo. Gut, dass du hier bist. So, quatsch mal schnell mit ihr. Danke. Auf Wiedersehen. Kehr zu Merlin zurück. Wo ist er? Merlin. Ah, da. Hier ist er ja. Der Merlin in Mickys Garten. Jetzt komm schon, uns erwartet viel Arbeit. Mal sehen, wie der goldene Türknauf auf deine guten Taten reagiert hat. Aha, hervorragende Arbeit, Alyssa. Wir kommen der Sache näher, aber wir brauchen noch mehr Dreamlight. Was kann ich tun? Der beste Weg, mehr zu erschaffen, besteht darin, sich um das Dorf zu kümmern. Wenn du eine Erinnerung brauchst, was du tun kannst, vergiss nicht, in den Brunnen auf dem Hauptplatz zu schauen. Wird gemacht und später komme ich bei dir vorbei. Okay? Und jetzt lauf. In den Brunnen auf dem Hauptplatz zu schauen. Dann schauen wir da mal rein. Das ist ein toller Tag, um draußen zu spielen. Ja. Ach so. Bringe Merlin das Dreamlight. Oh, wow. Das ging ja schnell hier. Ah, ist er noch da unten? Was macht er hinter Mickys Haus? Du bist hier. Schön, denn uns bleibt nicht viel Zeit. Fantastisch, Alyssa. Deine harte Arbeit hat sich gelohnt. Mini Casita ist jetzt bereit für die Rückkehr ins Tal. Du musst dich nur entscheiden, wo Mirabelle wohnen soll. Und schon erscheint sie. Alrighty. Und jetzt hinfort mit mir. Jetzt bin ich gespannt, wie das ausschaut. Oh! Mini Casita, oh mein Gott, ist so süß. Es ist echt lieb. Heiße Mirabelle, willkommen. Mirabelle. Was ist das für eine Sprechblase? Haha.
Hallo. Wo bin ich? Wie lange habe ich geschlafen? Moment. Bin ich wieder zurück im Tal? Es sieht so viel besser aus. Und jemand hat all diese Dunkelheit vertrieben. Du musst derjenige sein, der das getan hat. Felicidades. Ich bin so froh, wieder da zu sein. Wo warst du? Ich bin mir nicht sicher. Es war seltsam und alles sah aus, als wäre es in der Zeit eingefroren. Einmal bin ich aufgewacht, um ein Glas Wasser zu trinken. Aber ich war so müde, dass ich gleich wieder ins Bett gegangen bin. Ich nehme an, dass ich dir dafür danken sollte, dass du mich zurückgebracht hast. Es war mir eine Freude. Das ist wirklich nett von dir. Irgendwas sagt mir, dass wir gute Nachbarn sein werden. Wow, ich bin so glücklich, dieses Tal zu sehen. Wie sie tanzt. Vor dem Vergessen war es voller Freude, Glück und viel Lachen. Alle haben sich gegenseitig geholfen, genau wie in meinem Encanto. Es hat mir hier wirklich gut gefallen. Deshalb war ich so traurig, als ich sah, wie alle anfingen zu vergessen und zu gehen. Dann legte sich auch diese Dunkelheit über alles. Aber jetzt ist die Dunkelheit verschwunden. Das Dreamlight leuchtet wieder auf alles und ich bin zurück. Ich kann jetzt schon sagen, dass du hier Erstaunliches leistest und kann es kaum erwarten zu sehen, was als nächstes passiert. Buenos dias! So, wir quatschen mal schnell mit ihr. Blaues Sumpfmilchkraut, okay. Ja, ich finde es riesig voll. Das ist echt riesig. So. Ich hol dir mal ein blaues Sumpfmilchkraut. Boah, aber ich will auch ihr Haus mir anschauen, wie das innen ausschaut. Wo ist es jetzt? Ah. Das ist ein tolles Geschenk. Und ich habe bereits ein paar unglaubliche Geschenke gesehen. So. Gartenarbeit. Hey Alyssa, hast du Zeit, um... Was? Hast du Zeit, um mir mit Mini-Casita zu helfen? Wo liegt das Problem? Nichts Großes, aber es gibt einige Schäden. Von der Zeit, die wir, wo auch immer mich Mini-Casita hingebracht hat, um mich zu schützen, verbracht haben. Natürlich helfe ich dir. Toll, lass uns zu Mini-Casita gehen. Es ist einfacher, es dir zu zeigen. Perfekto. Nein, ich will das nicht streicheln. Oh. Geh in die Mini-Casita. Das wollten wir eh machen. Vor allem Mini-Casita. This is not mini. Okay, damit habe ich jetzt nicht gerechnet, dass es nur ein so ein kleiner Raum ist. Ich bin so froh, dass du hier bist. Sieh her, der Boden und die Wände sind ziemlich abgenutzt. Es sieht immer noch hübsch aus. Du siehst immer die positive Seite, Alyssa, aber ich kann dir versichern, dass es früher noch schöner war. Der Boden war gestrichen und die Wände waren lebhaft und bunt. Jetzt sind sie nur noch langweilig. Ich möchte sie reparieren und dann in grün und gelb neu streichen. Womit sollen wir deiner Meinung nach anfangen? Fangen wir mit den Grundlagen an. Wir brauchen ein paar Materialien, wie Weichholz und Stein, um die beschädigten Teile zu ersetzen.
Was die Pigmente betrifft, dachte ich an Löwenzahn, gelbe Gänseblümchen und grün blühender Bartfaden. Das kann ich dir alles besorgen. Das wäre super, danke dir. Ich überlege mir schon mal, welche neuen Muster ich malen werde und bereite alles hier vor. Wiedersehen! Wiedersehen! Wieso kann ich sie nicht mitnehmen zur Gartenarbeit? Wir müssen uns bald wieder unterhalten. Fand gerade noch eine blaue Kiste. Yay! Gänseblümchen, Löwenzahn und grün blühender Bartfaden. Oh. Nein. Nein. Und Weichholz brauche ich noch. Dann haben wir's. Fünf Stück fehlen uns noch. So. Alissa, du hast alles gefunden. Danke dir. Dein Timing ist perfekt. Ich weiß genau, wie das alles aussehen soll. Lass mich dir helfen. Wenn wir zusammenarbeiten, geht es schneller. Du bist die Beste. Das erinnert mich daran, wie die Menschen in unserem Encanto zusammenkamen und meine Familie beim Wiederaufbau von Casita zu helfen. Das hat uns allen so viel bedeutet. Es bedeutet mir wirklich sehr viel, dass du deine Hilfe anbietest, wenn du bereit bist. Dann mal los. Ja! Süß! Mi encanta! Es ist so viel besser. Muchas gracias. Ohne dich hätte ich es nicht geschafft. Deshalb möchte ich, dass du das hier bekommst. Süß. Oh, diese Fliesen sind genau wie die, die du für deinen Fußboden verwendet hast. Ja, du kannst es in deinem Haus verwenden, wenn du willst. Ich bin so froh, dass wir Mini-Casita in Ordnung bringen konnten. Die Pflege des Hauses ist ein wichtiger Teil davon, es in ein Zuhause zu verwandeln, meinst du nicht? Absolut. Ich sollte noch mehr Liebe in mein Haus stecken. Ich wette, du wirst sehr glücklich sein, wenn du das tust, nur damit du es weißt. Ich helfe gern. Ich könnte ein paar Dinge in meine Wohnung einbauen. Dagobert Duck könnte das haben, was ich brauche. Mhm. Wenn er das nicht tut, kannst du jederzeit eine Bestellung aufgeben. Ich habe gehört, dass das ziemlich einfach ist. Adios, cuídate. Kauf ein beliebiges Möbelstück in Dagoberts Laden, um dein Haus zu dekorieren. Okay. So viele fantastische Nachbarn. Ja! Wie sie herumtänzelt. Wiedersehen.
Wiedersehen. Ich komme gleich wieder mit Blümchen, damit ich dich mitnehmen kann. Die Muttergaffel. Hallo. Hallo. Oh, jetzt habe ich nichts mehr. Ein Möbelstück. Das wäre ein perfekter Tag, um auf hoher See zu sein. Nun kaufe halt den Tisch. Sei gegrüßt, Nachbar. Wechsel Tapeten, ändere Fußboden, füge deinem Haus Möbel hinzu. 5 Stück, okay. Jetzt werde ich ja quasi dazu gezwungen, mein Haus zu dekorieren. Dabei ist mein Haus einfach nur mein Lager. Also, Tapete, Fußboden und 5 Möbel. So, hier ist mein Weihnachtsraum. Passt. Fußboden. Passt. Möbel. 5 Stück. 1, 2, 3. Vier. 5. Jawohl. So. Hola, Alissa, kann ich dir bei irgendwas helfen? Ich möchte dir gerne einladen, um dir die Veränderung meines Hauses zeigen. Ah. Wirklich? Ich kann es kaum erwarten. Los geht's. Okay. Ich zeige dir mein schönes Lagerräumchen. Da lagere ich so alle Sachen, die ich für meine Dorfbewohner hier brauche, damit ich da die Quests erledigen kann. Okay. Geh mit Mirabelle in deine Casita, okay? Komm so rein. Es sieht von außen schöner aus als von innen. Genau, also da habe ich dann die Kräuter. Hier habe ich den Ingwer. Da hinten sind die Muscheln drinnen. Genau, so schaut es aus hier bei mir. Es ist süß, gell? Hallo! Fantastisch, Alissa. Dieses Haus ist der Beweis, dass man nicht immer echte Magie braucht, um Magie zu bewirken. Unsere beiden Häuser sehen so viel besser aus. Ich würde sagen, das ist ziemlich beeindruckend. Danke. Jetzt, wo Mini Casita repariert ist, will ich mich wirklich nützlich machen. Ich möchte dir behilflich sein, den anderen Dorfbewohnern zu helfen. Darum geht es in La Familia Madrigal, der Gemeinschaft zu helfen. Ich werde hier Ausschau halten und dir sagen, wenn jemand Hilfe braucht. Bis bald, Alissa, und nochmals vielen Dank für deine Hilfe bei Mini Casita. Schön, dich zu sehen. Alissa, tut mir leid, wenn ich dich störe, aber ich glaube, das Vergessen hat meine Erinnerung geraubt. Eine wichtige
und ich könnte etwas Hilfe brauchen, um sie wiederzufinden. Oh nein, was war es? Es ist ein Rezept. Ich habe mir gedacht, da wir wieder im Dorf sind und immer mehr Leute ins Tal zurückkehren, sollten wir das feiern. Ich habe das perfekte Gericht. Buñuelos. Nur leider kann ich mich nicht an das Rezept erinnern, das ich Remy geben soll. Ich kann mich kaum daran erinnern, wie sie überhaupt schmecken. Egal, wie sehr ich mich konzentriere, in meinem Kopf ist nur Leere, wo das Rezept sein sollte. Als wäre es irgendwie gelöscht oder gestohlen worden. Es ist das Rezept meiner Mama. Es zu verlieren ist wie ein Teil von mir zu verlieren. Ich bin mir sicher, dass wir es zusammenfinden können. Ah, ich bin so froh, dass du mir hilfst. Ich habe eine Idee, wo wir anfangen können. Aber irgendwie bewahrte die Magie von Minikasita die ganze Zeit über einen frischen Teller davon im Schrank auf. Vielleicht könnten wir einen Geschmackstest durchführen. Mal sehen, ob wir herausfinden können, welche Zutaten darin enthalten sind. Allerdings bin ich bei weitem nicht so eine gute Köchin wie Mama. Sie ist eine wahre Künstlerin. Ganz zu schweigen davon, dass ihre Mahlzeiten dich heilen können. Buchstäblich. Gib mir den Teller. Ich werde Remy fragen. Er ist hier der wahre Experte fürs Essen. Tolle Idee. Bitteschön. Adios. Hola. So, lass uns abhängen, Mirabelle. Endlich. So. Hallo. Was ist das? Ein Teller Buñuelos. Oh. Danke, Alyssa. Die sehen ja toll aus. Hast du die zubereitet? Nee, Mirabelle hat sie mir gegeben. Mirabelle ist zurück, das ist großartig. Sie versteht wirklich, wie ein gutes Essen Menschen zusammenbringen kann. Allerdings habe ich eine Weile gebraucht, um zu verstehen, dass sie mit der Aussage, die Kochkünste ihrer Mutter könnte Menschen heilen, wirklich heilen meinte. Mirabelle hat mir immer dabei geholfen, diese tollen Partys zu organisieren. Sie bastelte immer Geschenke für alle Gäste. Ich hoffe, wir machen das wieder. Das ist es ja gerade. Das Vergessen nahm Mirabelle die Erinnerung an das Rezept für Buñuelos. Du solltest eine probieren und vielleicht findest du die Zutaten heraus. Nicht mehr frisch, aber immer noch gut. Was die Zutaten betrifft, wird für Krapfen fast immer das Gleiche verwendet. Weizen für das Mehl, Milch und Eier. Sonst noch etwas? Oh, es gibt definitiv eine vierte Zutat, aber du solltest sie selbst herausfinden. Du bist ein talentierter Sous-Chef, aber du musst deinen Gaumen ständig schulen. Ich gebe dir einen Tipp. Es ist etwas Salziges, aber es ist kein Fisch, Fleisch oder Gemüse. Es ist eng mit einer anderen Grundzutat des Rezepts verwandt. Ich bin sicher, dass du es in den Regalen meines Restaurants finden kannst. Also, ich brauche Weizenmilch, Eier und eine geheimnisvolle vierte Zutat. Wir sind ein gutes Team. In den Regalen seines Restaurants. Ja, Erdnüsse. Aber Krapfen? Also, Krapfen sind in Österreich. Ich weiß nicht, in Deutschland heißen die anders. Ich zeige euch das mal kurz. Ich weiß, dass sie in Deutschland anders heißen. Das sind Krapfen
In Österreich sind das Krapfen, Faschingskrapfen, Marillenkrapfen. Dann gibt sie mit Vanillepudding, mit Schoko, mit Nougat, mit allem Möglichen. Und ich glaube, in Deutschland heißen die nicht Krapfen. Also, Berliner, okay. Weizen, Milch oder auch Krapfen teilweise, okay. Erdnussbutter-Sandwich, okay. Käse. Soll ich es mit Käse probieren? Weizen. Käse. Butter. Milch. Haferbrei. Oh, scheiße. Milch, Weizen, Eier, keine Butter. Ups. Milch, Eier, Weizen. Erdnüsse. Okay. Milch. Eier. Käse. Weizen. Ja! Okay, aber das sind ja dann nicht süß. Bitteschön. Aha. Das sieht toll aus. Fast so gut wie die von meiner Mama. Aber es gibt nur einen Weg, um sicher zu gehen. Wir müssen sie probieren. Ja! Ja! Delicioso! Tut mir leid, ich konnte nicht widerstehen. Ich habe fast den ganzen Teller leer gegessen. Du musst das Rezept gefunden haben. Seitdem ich sie probiert habe, kehrt meine Erinnerung an sie zurück. Eigentlich war es ziemlich einfach. Nur Weizen, Milch, Eier und Käse. Tausend Dank, ich hätte es nie ohne dich herausfinden können. Um ehrlich zu sein, hat mir Remy geholfen. Okay, aber du hast sie selbst gemacht. Weißt du, was wir machen sollten? Mehr Buñuelos, die wir an die Dorfbewohner verteilen können, wie zum Beispiel für Mickey, Herr Duck und Goofy. Sie bleiben während des Vergessens zurück. Sie könnten sich ein paar gute, wohlige, hausgemachte Buñuelos gebrauchen. Ich werde jedem einen Teller bringen. Alrighty, Mickey, Dagobert und Goofy, let's go. Bitteschön. Schön, dich zu sehen. Oh. Okay. Die salzige Seeluft ist herrlich. Dagi. Bitteschön. Einen schönen Tag noch. Freundlichen Dank. Und Mickey. Mickey ist im Restaurant.
Passt. Ja! Mickey, Goofy und Tadak kamen alle zu mir, um mir zu sagen, dass die Buñuelos lieben. Vielen Dank, dass du mir geholfen hast, das Rezept wiederzufinden und dass du sie so gut gemacht hast. Ich finde es toll, dass sie jetzt auf der Speisekarte von Remy stehen, sodass man sie mit allen teilen kann. Weißt du, bei dir fühlt sich das Tal wirklich wie ein Zuhause an. Ich kann es kaum erwarten, was unser nächstes Abenteuer ist. Alrighty, dann schauen wir mal, was unser nächstes Abenteuer ist. Ich weiß nicht, ob du es weißt, aber in meiner Familie gab es eine ganze Reihe von Problemen, ein ziemliches Durcheinander. Aber ich habe sie dazu gebracht, über alle Probleme zu sprechen, die wir hatten. Und das hat uns wirklich zusammengebracht. Deshalb wollte ich dasselbe für eine Familie hier im Tal tun. Aber es ist nicht sehr gut gelaufen. Was meinst du? Du hast vielleicht bemerkt, dass Herr Duck und Donald sich oft streiten. So wie meine Schwester Isabella und ich früher. Gestern hörte ich, wie sie sich vor Herr Ducks Laden anschrien und ich habe versucht zu helfen. Genau, aber es hat mich wirklich nicht wirklich funktioniert. Ich habe bei meiner Familie die Erfahrung gemacht, dass wir einander wirklich zuhören können, wenn wir irgendwo hingehen, wo es ruhig ist und ehrlich sagen, was wir fühlen. Also lud ich Donald und Herrn Duck ein, mit mir einen Spaziergang durch den Wald der Tapferkeit zu machen. Ich hatte gehofft, dass etwas frische Luft ihnen helfen würde, sich zu beruhigen und zu hören, was der andere zu sagen hat. Aber nichts lief so, wie ich es gehofft hatte. Sie redeten einfach aneinander vorbei, wie sie es immer tun. Und dann stolperte Donald über eine Baumwurzel. Er landete im Fluss, Herr Duck wurde umgeworfen und verlor seinen Kassenschlüssel an einen Waschbären. Jetzt sind sie wütend auf sich selbst und auf mich. Mann, oh Mann, lass mich mit ihnen reden. Ich werde die Lage beurteilen. Alrighty. Hallo. Bin ich froh, dich zu sehen, Alistair. Wir müssen über Mirabelle und meine Neffen reden. Ich sage dir, die jungen Leute heutzutage. Erzähl mir einfach, was passiert ist. Gerne. Donald und ich hatten einen kleinen Streit, weil der Junge in meinem Laden eine Szene machte, als die Kunden versuchten zu stöbern. Mirabelle hat uns gehört und bat uns, mit ihr einen Spaziergang zu machen. Ich weiß nicht, was sie erwartet hat, aber ich wette, dass es nicht das war, was sie bekommen hat. Als nächstes warf mich mein Neffe um und fiel in den Fluss. Dann rannte ein Waschbär mit meinem Kassenschlüssel davon. Oje, tut mir leid. Es ist nicht deine Schuld, Alistair, aber jemand muss meinen Neffen zurechtweisen. Außerdem brauche ich meinen Kassenschlüssel zurück. Freundlichen Dank. Hä? Achso. Wo ist er? Wo ist er? Ah, in seinem Haus. Alistair, oh, lass mich raten, mein Onkel Dagobert hat dich geschickt. Er ist wütend, weil er denkt, ich hätte seinen Laden Ärger gemacht. Dann wollte Mirabelle mit uns wandern gehen und plötzlich ging alles schief. Was ist passiert? Onkel Dagobert fing wieder an, mich anzuschreien, also schrie ich zurück. Das ganze Geschrei überraschte dann ein riesiges, haariges Monster, das direkt auf uns zusprang. Ich war sehr mutig, habe Onkel Dagobert aus dem Weg gestoßen und dann gegen die Kreatur gekämpft. Gerade als ich dachte, ich hätte sie, warf sie mich in den Fluss und rannte mit Onkel Dagoberts Kassenschlüssel davon. Das klingt, als wärst du sehr mutig gewesen. Und ob ich das war, aber Onkel Dagobert sieht das anders. Er ist fuchsteufelswild.
Nur wenn er seinen Kasterschlüssel zurückbekommt, wird er wieder glücklich. Schnell raus, wenn er auszuckt. Und? Wie geht's, Herr Duck und Donald? Sie müssen sich beide nur ein wenig beruhigen. Ich denke, wenn wir Herr Ducks Kassenschlüssel zurückbekommen, ist alles wieder in Ordnung. Das ist perfekt. Oh, und könnten wir auch etwas für die Waschbären im Wald der Tapferkeit tun? Donald hat sie mit seinem Geschrei ganz schön erschreckt. Vielleicht kann ich nach dem Kassenschlüssel suchen und die Waschbären füttern. Ich liebe diese kleinen Tiere. Ich auch, aber ich glaube nicht, jeder hier hat Verständnis für sie. Man muss sehr geduldig sein. Sie werden nervös, wenn sie einen Fremden in der Nähe spüren. Du musst also auf ihre Haltung achten. Wenn sie auf ihren Hinterbeinen stehen, darfst du dich nicht bewegen, sonst fliehen sie. Du kannst dich ihnen nähern, wenn sie sitzen, aber hör auf, dich zu bewegen, wenn sie wieder aufstehen wollen. Oh, und sie lieben Bären. Wieso weißt du so viel über Waschbären? Mein Cousin Antonio liebt Tiere. Er hat die Gabe, sie zu verstehen, und er hat mir beigebracht, worauf ich achten muss. Ich werde Dagobert den Kassenschlüssel bringen. Inzwischen hat der Waschbär ihn wahrscheinlich vergraben. Ich werde etwas graben müssen. Alrighty. Boah, das hat mich umgehauen. Bin aus dem schlafenden Land zurück. Was habe ich verpasst? Wir haben die liebe Mirabelle ins Valley geholt und ihr süßes Häuschen. Und jetzt müssen wir suche den Kassenschlüssel, der im Wald vergraben ist, und füttere die Waschbären. Gottes Willen. Dann gehen wir mal die Waschbären füttern. Na schau, da haben wir jetzt auch was erledigt. So. Also wenn sie stehen, darf ich mich ihnen nicht nähern. Die hocken kannst du näher. Ja! Oh! Da ist der Kassenschlüssel. Achso, wir müssen zwei Waschbären füttern. Bitteschön. Na, Babys. Oh, was haben wir denn da Schönes? Ah, süß. Bring Dagobert den Gegenstand Kassenschlüssel.
Bitteschön. Sei gegrüßt, Nachbar. Ah, mein lieber Scholli. Alissa, du hast meinen Kassenschlüssel gefunden. Vielen lieben Dank. Ich weiß, dass ich immer auf dich zählen kann, wenn es darum geht, Probleme zu lösen, die andere verursacht haben. Ich hoffe, dass mein Neffe seine Lektion diesmal gelernt hat. Hast du Ariel schon mal singen hören? Oh, sie hat so eine wunderschöne Stimme. Kehre zu Mirabelle zurück. Wo hast du ihr Haus platziert? Ist sie so groß? Vorerst mal auf der friedlichen Wiese. Aber ich muss noch den richtigen Platz finden. Wie ist es mit Herrn Duck gelaufen? Ist er immer noch wütend? Er war froh, seinen Kassenschlüssel zurückbekommen zu haben. Allerdings schien er immer noch ein bisschen wütend auf Donald zu sein. Ich wünsche nur, sie könnten wieder so miteinander auskommen wie früher. Sicher, sie haben sich gelegentlich gestritten. Aber nicht so wie jetzt. Ich habe so viele Familienfotos von ihnen aus der Zeit vor dem Vergessen. Moment. Fotos, das ist es. Ich suche ein glückliches Foto von ihnen in meinem Album. Mache einen Rahmen und wenn wir sie dann vielleicht zu einem netten Abendessen zusammenbringen und wow, nicht so schnell, wie wäre es, wenn du das Foto findest und ich mache das Essen und den Rahmen. Ich möchte auch bei der Lösung dieses Problems mithelfen. Das wäre großartig. Du weißt ja, man sagt, je mehr, desto besser. Vielleicht könnte der Rahmen etwas als Thema haben, das beide lieben. Nun, Donald lebt auf einem Boot und Dagobert ist bekannt für seine Abenteuer. Also vielleicht ein Muschelrahmen. Ich sollte für die Herstellung Glas, Weichholz, Muscheln und Jakobsmuscheln kombinieren. Das könnte klappen, Alissa. Für das Essen sollten wir etwas nehmen, das sie gemeinsam essen können. Wie einen roten Obstkuchen. Hier, ich habe gerade in diesem Rezeptbuch, das ich mir von Remy geliehen habe, darüber gelesen. Wir brauchen Glas. Das heißt, wir brauchen Sand. Habe ich Glas gekauft? Hab ich Glas gekauft? Also ihr Haus steht jetzt mal vorerst hier. Süß. Ich bin ganz zufällig der gewaltigste Zauberer der Welt. Nur falls du daran gezweifelt hast. Oh. Habe ich das Rezept in meiner Tasche? Ja. Roter Obstkuchen. Süß. Hä? Apfel, Weizenbutter. Oh, das ist ein Apfelkuchen.
Ah, süß. Bin ich jetzt doof? Ja, den Apfelkuchen will ich ja gar nicht. Da. Achso, das wissen wir noch nicht. Es ist irgendein Obst. Obstkuchen. Oh, süß! Ein Früchtebrot! Nehmen wir mal nur Himbeeren. Ja! Yippie! Also nur, ja. Nur Himbeeren. So. Bitteschön. Das ist... Die sind fantastisch. Vielen Dank für deine Hilfe, Alice. Ich werde alles zu Herr Duck bringen. Ich vermute, jeder erzählt dir, dass ich hier die Böse bin. Bist du auch, Herr Duck. Ah, Mirabelle, Mädchen. Ich hoffe, du lädst mich nicht wieder auf einen Spaziergang mit Donald ein. Oh mein Gott! Nadine, vielen lieben Dank für dein Follow und wir haben unser Follower-Ziel erreicht von 250 Followern! Yeah! Vielen lieben Dank! Ah, wie cool! Das ist, also bei mir ist das jetzt voll so aufgeploppt im Chat, wie lustig! Ich habe das jetzt nämlich einfach mal ausprobieren wollen, was da so passiert. Diese Narren haben keine voll cool! Welcher Zauber sich hier kontrolliert. Und herzlich willkommen! Voll süß. Passt. Die zwei haben sie ausgeredet. Ich sehe mal nach Donald und Herrn Duck, um zu erfahren, wie es gelaufen ist. Ja. Wir haben es geschafft. Donald und Herr Duck haben sich verziehen. Sie streiten sich nur ein wenig darüber, aber wer wem zuerst verzeihen kann. Ohne dich hätte ich das nie geschafft. Außerdem habe ich etwas Neues gelernt. Nicht alle Familien funktionieren wie meine. Nur weil etwas mir und Isabel geholfen hat, sich zu vertragen, heißt es nicht, dass es auch bei Donald und Herrn Duck funktioniert. Nochmals vielen Dank für deine Hilfe, Alyssa. Bis bald. Alrighty, dann haben wir das mal erledigt. Na, wie geht's? Erfordert Level 10. Okay. Wie schauen wir aus mit meinen Kürbissen? Alyssa, ich habe etwas Seltsames in meinem Haus gefunden und könnte deine Hilfe brauchen. Hast du kurz Zeit? Ein weiteres Rätsel, na klar. Okay, bla 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 bla. Ich habe keinen Platz, mein Schatz. So, kann ich sie jetzt endlich wegschicken? Tschüss. So, ich muss zuerst den ganzen Stuff hier mal schnell loswerden.
Weil jetzt braucht ihr mir nicht mehr beim Sammeln helfen, weil da wäre die wahnsinnig, wenn die das immer da rausschmeißt. So. Weg damit, weg damit, weg damit. Alles weg. Das wäre auch cool, wenn man das einfach mehrere Sachen gleichzeitig anklicken könnte. So. R-sortieren. Nachname. Perfekt. So, jetzt muss ich noch ganz schnell diesen ganzen Blödsinn da einsammeln. I'm sorry, I'm sorry, I'm sorry. Ich will das aufheben. Hallo. Gut, dann bleibst du halt liegen. So, die letzten bisschen noch. So, finally. Finally. Ah, wie süß. Und da haben sie alle diese Krapferl gegessen. Sprich mit Mirabelle. Ah, da oben ist sie. Ich bin ganz zufällig der Wie schön, dich zu sehen. Genau, das ist es. Das Tischtuch für den Tisch der Madrigals. Jetzt weiß ich es wieder. Mariana, Anna, Elsa und ich, wir waren so gut befreundet. Wir haben so viel Zeit miteinander verbracht. Es war unglaublich. Mariana erinnert mich an meine Schwester Luisa. Sie ist immer so stark und beschützend. Was mit Anna und Elsa? Nun, ich habe viel mit Anna gemeinsam. Wir haben beide Schwestern, die magische Gaben besitzen. Wir hingegen nicht. Außerdem sorgen wir beide gerne dafür, dass alle glücklich sind. Und Elsa? Zuerst dachte ich, sie wäre so eine Senorita Perfecta wie Isabella früher, aber sie ist so nett, wenn man sie erst einmal kennengelernt hat. Wir versammelten uns für Partys um den Tisch der Madrigals oder erlebten Abenteuer. Wir hatten so eine schöne Zeit. Ich wünschte, es wäre immer noch so. Das Vergessen, es hat mir so viel genommen. Beginnen wir damit, den Moment in der Erinnerung nachzustellen. Das wäre wirklich nett. Oh, das würde mir gefallen. Aber dazu bräuchten wir den Tisch der Madrigals. Seit ich wieder im Dorf bin, habe ich ihn nirgendwo gesehen. Die Erinnerung fand am Strand statt. Vielleicht kann
ich einen Hinweis finden, was dort geschehen ist. Wir müssen uns bald wieder unterhalten. Suche am Strand nach Abzeichen des Tisch. Nach Abzeichen des Tisch der Madrigals. Das war's schon wieder? Na, suche weitere Stücke. Okay. So. Hey, warte mal kurz. Hast du den Tisch der Madrigals gefunden? Bitte sag ja. Das habe ich, aber es sind Stücke zerbrochen. Es tut mir leid, Mirabelle. Oh, nun, das ist schon in Ordnung. Ich glaube, als alle wenigen wurde er dort vergessen und vor den Gezeiten weggeschwemmt. Wie alle Erinnerungen an unsere Freundschaft. Vielleicht war das alles eine schlechte Idee. Vielleicht kann man etwas, das man verloren hat, nicht zurückgewinnen. Es war keine schlechte Idee, Mirabelle. Gib mir ein oder zwei Tage. Ich denke, ich kann das in Ordnung bringen. Ich muss nur mit ein paar Leuten reden. Bringe Anna die zerbrochenen Tischstücke, sprich mit Vajana. Okay. Hier haben wir Anna, hier haben wir Vajana. Okay. Okay, ich bin etwas verwirrt. Alissa, warum gibst du mir zerbrochene Tischstücke? Oh, Moment mal, ist das der Tisch der Madrigals? Ja, aber er ist kaputt. Und ich will ihn reparieren, um Mirabelle glücklich zu machen. Das ist eine tolle Idee. Mirabelle ist so nett. Du hast recht. Lass uns das für sie machen. Ja. Oh, ich habe eine Idee. Ich werde Christoph und Elsa bitten, uns zu helfen, den Tisch der Madrigals als Geschenk für Mirabelle zu reparieren. Christoph kann dabei helfen, ihn zu reparieren und wir können ein paar neue Stühle bauen. Vielleicht kann Elsa ihre Kräfte nutzen, um das Holz zu dekorieren. Das wird Spaß machen. Und dann können wir eine Party schmeißen, um unsere Freundschaft zu feiern. Oh, aber was mit Vajana? Sie hat uns immer mit diesen Partys geholfen. Ich werde mit Vajana sprechen. Mach dir keine Sorgen. Und ich kümmere mich um das Essen. Ich schlage Buñuelos vor, um Mirabelle zu feiern. Gibt es etwas, das du essen möchtest? Schokolade, definitiv Schokolade. Vielleicht könntest du ein paar Schokoladekekse backen. Remy hat sie uns probieren lassen und sie sind köstlich. Er gab mir ein Rezeptbuch, falls ich es selbst machen will. Hier, du kannst es ausleihen. Mach mich an die Arbeit mit dem Tisch der Madrigals. Wir werden wahrscheinlich einen Tag brauchen, um ihn zu reparieren. Wir unterhalten uns bald wieder, ja? Alrighty. Hey zusammen! Hallo Blutlady! Wie geht es dir? Schön, dass du vorbeischaust. Ganz übersehen deine Nachricht.
Wie ist dein Samstag? So, die ist da unten. Sunny, vielen, vielen lieben Dank für dein Follow. Dankeschön. Mach's dir gemütlich bei uns. Schön, dass du reinschaust. Fitzbin, hallo. Ich wünsche allen ein schönes Wochenende. Danke, Fitzbin, das wünsche ich dir auch. Wie geht's dir? Hey, ich könnte deine Hilfe gebrauchen. Hey, Alyssa, was kann ich für dich tun? Weißt du noch, dass du früher mit Mirabelle, Anna und Elsa befreundet warst? Ja. Das ist ja witzig. Daran habe ich neulich erst gedacht. Wir hatten so viel Spaß zusammen. Ich plane deshalb ein Freundschaftsfest zu veranstalten. Ihr seid alle großartig. Oh, danke, du auch. Anna, Elsa und Christoph reparieren den Tisch der Madrigals und bauen neue Stühle. Ich hatte gehofft, du würdest auch helfen. Wir möchten, dass es ein Geschenk für Mirabelle wird. Klar, Mirabelle hat dieses schöne Tuch, mit dem sie den Tisch deckte. Ich kann ein neues aus einem alten Segel fertigen. Gib mir einen halben Tag, dann ist es fertig. Großartig, ich werde das Kochen übernehmen. Gibt es etwas, das du besonders gerne magst? Ich werde Bunelos für Mirabelle und Schokoladenkekse für Elsa und Anna zubereiten. Deshalb habe ich mich gefragt, was du gerne hättest. Vielleicht eine große Meeresfrüchteplatte? Hier, das hat mir Remy gegeben. Darauf ist eine Zeichnung von einer... Oh, es ist ein Rezeptbuch. Danke, Vajana. Das wird eine große Hilfe sein. Ja. Sehr gut, danke. Ah, das freut mich zu hören. Okay. Bunuelos, große Meeresfrüchteplatte und Schokokekse. Benutzen. Benutzen. Gut. Dann wird hier mal gekocht. Einmal diese hier. Dann... die Meeresfrüchteplatte. Jawohl. Und was war das noch? Schokokekse. Gerichte. Schokokekse. Kakao, Weizen, Zucker, Butter. Perfekto. Warte, bis alle ihre Aufgaben erledigt haben. Anna, Elsa und Christoph und Vajana. Okay, das heißt, an dieser Stelle, wir müssen jetzt warten. Vajana hat gesagt, sie brauchen einen halben Tag und Anna und Elsa hat gesagt, sie brauchen einen Tag. Ich schaue jetzt nur sicherheitshalber, Entschuldigung, zur Anna und quatsche nochmal mit ihr, nur um sicher zu gehen. Und dann hätte ich gesagt, schauen wir noch ein bisschen in Hogwarts Legacy rein, ob es jetzt besser ist mit dem Patch, wenn euch das recht ist. Hallo. Okay. Passt.
Da kann ich jetzt nicht mehr tun. Gut, das heißt, wir müssen hier warten. Oh, Jesus. Schauen wir mal, wo die Anna ist. Die Anna ist in Restaurant. Ich bin von Narren umgeben. Oh, und wir schauen gleich einmal, was es heute bei Christoph Schönes zu kaufen gibt. Einmal alles eingekauft, was er uns gibt. Und ich habe aber wieder nur das Kohleerz oben links. So. Dann gehen wir mal zur lieben Anna. Hi, Girl. Ich möchte gerne mit dir reden. Bitteschön. Wow, ich freue mich so, dich zu sehen. Wow, Alyssa, das Essen sieht lecker aus. Vajana hat mir die neue Tischdecke gebracht und Christoph, Elsa und ich haben den Tisch und die Stühle fertiggestellt. Jetzt muss ich nur noch alles vereinen. Tada, es ist fertig. Hallo, Vani. Hier. Wenn du jetzt Mirabelle einlädst, können wir mit diesem Fest der Freundschaft beginnen. Sprich mit Mirabelle. Wie war euer Tag? Wie geht's euch allen? So, wo ist sie denn? Ah, die kommt uns ja schon entgegen. Grüß Gott, grüß Gott, grüß Gott. Bitteschön. Oh, hallo Alyssa. Ich bin immer noch ein wenig traurig über den Tisch der Madrigals. Nicht nur, weil er kaputt ist, sondern wegen dem, was er repräsentiert. Die Dinge fühlen sich hier einfach nicht mehr so an wie früher. Dann wird es dich freuen zu erfahren, dass der Tisch der Madrigals so gut wie neu ist. Was? Dank der Bemühungen von Anna, Elsa, Christoph und Vajana sind wir bereit für ein echtes Fest der Freundschaft. Genau wie vor dem Vergessen. Wirklich? Das ist unglaublich. Etwas sagt mir, dass du eine Menge damit zu tun hattest. Ah, ich habe nur ein bisschen gekocht. Ah, ich bin sicher, dass da noch mehr dahinter steckt. Ich werde den Tisch des Festes der Freundschaft in der Nähe von Mini Casita aufstellen. Vielleicht ändere ich mein Outfit passend zu diesem besonderen Anlass. Das ist die beste Überraschung aller Zeiten. Bis bald. Stell ein lässiges und hübsches Outfit zusammen. Optional. Okay, wir müssen shoppen gehen. So, in der Zwischenzeit schaue ich mal, was hier im Chat abgeht. Muss wieder ans normale Laufen gewöhnen. Im Moment, was abends, wenn die Passage ankommt, etwas schmerzhaft ist. Oh no. Oh, was ist das für ein süßes ich glaube, Pflänzchen? Hier zu leben ist eine wunderbare Sache. Ich hoffe, du wirst bald wieder gesund. Gut, danke, mein Kleiner hat Fieber. Oh no. Freundlichen Dank. Oh no, was ist da los? Oh. Sei gegrüßt, Nachbar. Wow, Eisbrunnen hey. Gekauft. Haben wir was Schönes zum Anziehen? Nö. Okay. Mein Tag war soweit gut. Gearbeitet, Videos geschnitten. Jetzt habe ich mal alles... geschnitten an Video-Footage, was ich bisher produziert habe. Mir fehlen noch 3 Thumbnails für YouTube, dann ist alles einmal soweit wieder aufgearbeitet. Das war jetzt echt viel Arbeit, neben dem normalen Arbeiten. Aber dadurch, dass wir in letzter Zeit so oft gestreamt haben, ist jetzt einiges an Videomaterial zusammengekommen.
Und das habe ich jetzt mal aufgearbeitet. Oh. Irgendwie wäre es ja mal cool, irgendwas anzuziehen mit Strumpfhose. Nope. Oh mein Gott, dieses Oberteil, als wäre sie so eine Klempnerin. Oh, die Jacke ist cute. No. So Booties vielleicht? Ja, ein längerer Rock ist auf jeden Fall besser, aber der gefällt mir nicht. Das ist auch irgendwie cute, aber wartet mal. Oh, no. Ich brauche ein cooles Oberteil. Na. Das kann ja gar nichts. Um Gottes Willen. Hab ich nichts, was zu diesem süßen rosanen Rock passt? Also die Garderobe von der süßen Alyssa ist leider nicht die beste, I have to say. Oh, das ist ja auch cute, aber die Farbe gefällt mir nicht. Aha. Meerjungfrauenoberteil? Nein. Ein Karen-Cardigan? Um Gottes Willen. Ah! Okay. Die Jeansjacke ist cute. Der Rock passt jetzt halt nicht ganz dazu. Der müsste mehr ins Pink reingehen. Aber das Oberteil fühle ich einfach immer noch nicht. Wir könnten uns einen süßen Sonnenhut noch aufsetzen. Außerdem habe ich Panik, habe heute selbst Bräuner ausprobiert, bin gespannt, wie es rauskommt. Oh mein Gott, Vani, da habe ich so noch so traumatisierende Erlebnisse aus meiner Jugend, aus meiner Anfangsjugendzeit, wo ich und meine damalige beste Freundin dachten so, oh mein Gott, wir müssen jetzt super braun sein, weil damals, wie ich so 16 war, war das ja voll gehypt, wenn du so ganz dünne Augenbrauen hast und dann warst du so richtig so neonbraun gefühlt, so richtig künstlich. Das war damals so richtig der Trend schlechthin. Und dann noch dazu ein eisblauer Lidschatten mit Glitzer. Und die haben selbst Bräuner ausprobiert und ich werde das nie in meinem Leben vergessen. Das war so peinlich. Wir hatten ja keine Ahnung, wie das funktioniert. Und ich meine, heute sind ja die Produkte auch viel besser als früher. Aber ich habe mich natürlich hier eingeschmiert, gell? Hier. Und dann hast du hier voll die Linie gesehen, weil da war das so richtig wie eine Karotte und da einfach Schneewittchen. Und seitdem habe ich gesagt, nie wieder. Da bin ich immer noch traumatisiert, ich schwöre. Sorry. Hallo Thomas. Bald dehnbar, werde wohl mindestens 6 Wochen was von der Verletzung haben, wenn ich sogar länger. Oh no. Wie geht's dir, Thomas? Bist du schon wieder zu Hause? Okay, ich finde da nichts. Oh, wir haben einfach kein cooles Outfit in der Kategorie zwanglos und niedlich. Aber wir können... Oh, der macht ein gutes Popöchen. Okay, sie kriegt jetzt einfach den Jumper. Wo muss ich denn den Tisch hinstellen? Achso, bei Mini-Casita haben sie gesagt, gell? Bei Mini-Casita. Alles bestens, yay. Aber wie süß.
Wartet, nicht davonrennen, Freunde. Ich habe nämlich Elsa nicht schön drauf. Oh no. So. She is posing. Oh, wie sie ernst schaut. Kannst du ein bisschen lächeln? Okay, das ist ein bisschen zu viel. So, was macht sie jetzt mit ihren Augen? Einfach, no. Kannst du nicht freundlich schauen? Ja, genau, so. Seid ihr bereit? Ihr kommt aufs Cover fürs neue YouTube-Thumbnail. 3, 2, 1, let's go. Nein, sie hat die Augen zu. Oh mein Gott, das passiert einfach immer, oder? Nochmal. Alle Augen offen lassen. 3, 2, 1. Okay. Sie schaut ein bisschen grumpy. Anna ist so. Oh mein Gott. Ich komme aufs YouTube-Thumbnail. Dankeschön. Okay, nur speichern. Ja. So, danke, dass ihr euch alle für mein YouTube-Thumbnail versammelt habt. Das Fest der Freundschaft hat so viel Spaß gemacht. Ich liebe dieses Dorf. Meine Familie ist vielleicht nicht hier und ich vermisse sie sehr. Aber da ich von so vielen Freunden umgeben bin, fühle ich mich hier im Tal wirklich zu Hause. Yay! Da gibt es noch dich, Alyssa. Ich muss dir danken. Du bist immer für alle da. Das ist ein großes Geschenk. Du bist das Herz dieses Tals und deshalb möchte ich, dass du den Tisch der Madrigals bekommst. Dankeschön. Ah, sogar die passenden Sessel dazu. Danke. Wo auch immer du ihn aufstellst, ich kann es kaum erwarten, wie viele lustige Momente wir um ihn herum erleben werden. Oh, und das habe ich für dich gemacht. Denk daran, du kannst immer auf mich zählen. Adios. Ach, süß. Oh, okay. Ein Fest der Freundschaft vollständig. Das heißt, sie hat uns jetzt einfach... Ich darf nicht so gemein sein, aber ein Teppich als Oberteil geschenkt. I cannot believe this. Aufgaben. No quests available. So, wir haben Disney durchgespielt. Danke, dass ihr wieder dabei wart. Wir sehen uns nächstes Jahr beim Update. Nein, Spaß. Aber danke an alle, die dabei gewesen sind. Und wenn euch meine Disney-Videos gefallen, freue ich mich sehr über ein Abo und ein Däumchen nach oben. Tschüss.